Kurz erklärt, was ist ein Betriebsrat? Ob Hotel, Großküche, Fabrik oder Büro. Wir alle verbringen viel Zeit auf der Arbeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber mitentscheiden können, wie wir arbeiten. Diese Aufgabe übernimmt der Betriebsrat. Er vertritt die Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber. Ein Betriebsrat kann in jedem Betrieb gewählt werden, in dem 5 oder mehr Beschäftigte arbeiten. Dabei gilt, je mehr Beschäftigte eine Firma hat, desto mehr Mitglieder hat der Betriebsrat. Ein Betriebsrat hat Rechte, die ein normaler Arbeitnehmer nicht hat. Sie sind im Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Wenn es in einem Betrieb einen Betriebsrat gibt, kann der Chef deshalb in vielen Fragen nicht mehr ganz allein entscheiden, sondern muss sich mit dem Betriebsrat abstimmen. Das gilt zum Beispiel bei der Arbeitszeit. Also wenn es um Dienstpläne, Pausen und Überstunden geht. Der Betriebsrat kann auch mitreden, wenn es um Eingruppierungen oder Akkordarbeit geht. Und er sorgt dafür, dass die Gesundheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz nicht zu kurz kommt. Mitsprechen kann der Betriebsrat auch bei Kündigungen und der Einstellung von neuen Mitarbeitern. Weil der Betriebsrat per Gesetz mit besonderen Rechten ausgestattet ist, kann er für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Und das funktioniert tatsächlich. In Unternehmen mit Betriebsrat sind die Löhne höher und die Jobs sicherer. Betriebsräte haben mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten eine starke Partnerin an ihrer Seite. Ob im Hotel, in der Gastronomie, in Lebensmittelhandwerk oder Industrie, die NGG unterstützt Betriebsräte mit Rat und Tat. Und mit der Erfahrung aus mehr als 150 Jahren im Einsatz für faire Arbeit. Du und die NGG. Deine Arbeit, unsere Stärke. Seit 1865. Infos in deinem NGG-Büro vor Ort. www.ngg.net/vor-ort